Moinsen, meine lieben Marvel-Freaks. Hier bin ich, euer Elektroballmatze mit seinem Feedback-Video zu Episode 8. Genau, ich weiß, ich hänge ein bisschen hinterher, weil Donnerstag ja schon Episode 9 kommt, die letzte Staffelfinale, also die letzte. Aber trotzdem, später als nie, kommt jetzt meine Meinung zu Episode 8. Natürlich, für die Leute, die es nicht wissen, das ist hier nicht spoilerfrei. Also wir reden hier Tachless, volle Hütte, also ja, seit... Aber wer die Serie noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Sie ist zwischendurch echt schwierig und zäh und wo man sagt, oh, passiert da überhaupt was? Aber es lohnt sich. Es lohnt sich vor allem die ganzen Easter Eggs, die Anspielung auf den Dom herum und wie es weitergeht. Also kann ich nur sagen, schaut euch She-Hulk an. Ja, auf jeden Fall Episode 8. Genau, Episode 8. Diesmal wird das Feedback-Video ein bisschen anders sein, also nicht so viel wirklich mit Bildern, weil... Das kann man nicht in Worte fassen, was da passiert. Es ist nicht viel passiert. Es ist nicht viel passiert. Im Prinzip. Aber so viel, dass diese Folge eine der besten Folgen der She-Hulk-Serie für mich persönlich ist. Und ich kenne auch viele, die sagen, richtig geil, endlich macht hier mal was. Ja, wo ich auch sage, wow. Und vor allem auch die Story. Die Story ist gut. Es ist cool zusammengebaut, wo man jetzt auch ein bisschen erfährt oder auch denkt, jetzt, wie kommt das alles? Und wie zum Beispiel hier mit unserem Modedesigner. Ich auch, wie sagen sie das nicht? Und jetzt bestätigt sich das. Die wissen schon, wie sie das machen. Also jetzt hat man das richtig gesehen. Genau. Also in dieser Folge geht es eigentlich nur darum, genau, Daredevil kommt endlich. Charlie Cox, a.k.a. Matt Murdock, a.k.a. Daredevil, betritt endlich die Bühne und gibt sich die Ehre. Genau. Und wie er auftritt, ist es richtig pornomäßig geil. Also das kann ich nur sagen. Ja, also diese Folge hat mich echt geflasht, wo ich sagen muss, wow, wow. Ja, ich habe leider diese Daredevil-Serie immer noch nicht gesehen, habe noch nicht angefangen. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Aber ey, hier in Jetzer, wo ich jetzt Charlie Cox das erste Mal in Action gesehen habe, muss ich sagen, wow. Ich bin echt gespannt, wie in der Netflix-Serie ist, in der Netflix-Daredevil-Serie, die ja ab 16 ist und jetzt ist es ja alles ab 12. Wie das ist, aber da habe ich richtig Bock drauf und da will ich mir jetzt auch mal richtig Zeit nehmen, mal endlich mal die Serie, mein Tablet mal vollzuladen, weil das Coole für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, bei Disney Plus kann man, wenn man die Folgen von den Serien gerne unterwegs ist, kann man die runterladen. Die werden dann verschlüsselt auf dem Tablet oder auf dem Handy und dann kann man sich die unterwegs ohne Internet angucken. Also das ist eine richtig geile Funktion. Ich habe ein, zwei Folgen schon runtergeladen. Kostet zwar ein bisschen Speicherplatz, also euer Tablet und euer Handy sollten genug Kapazität haben, aber sonst geht das. Und dann öffnet man die ganz normal mit der Disney Plus App und dann läuft das. Ja, auf jeden Fall. Ja, She-Hulk Episode 8 hat richtig viel nach vorne gebracht. Er ist richtig genial begeistert und wo ich sage, so wow, 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 wow. Ich bin echt geflasht. Und finde das mega genial. Ja, auf jeden Fall, wir sprechen jetzt gerade noch mal kurz über Rotten Tomatoes. Aktuell steht die Staffel 1 von She-Hulk. Ich denke mal nicht, dass es eine Staffel 2 geben wird. Bei Tomatometer bei 87%. Hat den Fresh-Zertifikat. Kritiker-Ratings 596. Der Audience-Score ist immer noch nicht hoch, also 36%. Bei User-Rating von 14.380. Also die meisten sind nicht begeistert. Aber die Härten, die sagen sich jetzt auch, die lange dran geblieben sind, das war eine richtig, und das war auch eine richtig gute Folge. Genau, ist eine richtig, richtig gute Folge. Also wie man Daredevil jetzt eingespielt hat oder reingebracht hat, muss ich sagen, das ist echt cool gelöst, weil der Daredevil normalerweise in Hell's Kitchen ist und sich nicht, das ist in Los Angeles, und sich nicht, jetzt muss ich widersprechen, das ist andersrum, genau. Sie befinden sich in Los Angeles und er ist ja in New York, genau. Wie man den hinbringt, genau, das ist das. Nee, aber diese Folge hat mich echt, wo ich sagen muss, ja, es ist echt viel passiert und es ist cool, endlich mal She-Hulk in Action sehen, in ihrem Superhelden-Outfit, kann man so sagen. Was unser Modedesigner, ja, für sie kreiert hat, das sieht richtig gut aus und ja, ich bin echt nur begeistert, wie das alles so sich zusammengebaut hat. Also da muss man sagen, haben sie sich echt Mühe gegeben mit der Story, weil ich ja nun mal einer
wichtig für Berner bin, der wichtig, der viel, viel Wert auf die Story legt. Das wissen ja die meisten. Also, kann man sagen, das ist cool gelöst. Dann habe ich gesagt, wo das anfing mit dem Modedesign, das ist ja nun mal das Wichtigste, was jetzt in der Folge 8 so mit ist. Ja, halt, wieso machen sie das mit? Ja, klar, aber es ist auch cool gelöst, weil, nehmen wir mal als bestes Beispiel Spider-Man. Spider-Man macht seine Outfits selber. Jedenfalls das letzte, wenn man No Way Home mal die After-Credit-Szene begutachtet. Aber die meisten sind, woher sollen die Superhelden-Outfits kriegen? Ich weiß gar nicht, wie das in den Comics hier löst ist. Bei den Fantastic Four, hat ja Reed Richards die gemacht. Bei X-Men ist es auch so. Aber so Avengers ist es ja auch klar. Aber bei viele Helden, so bei Daredevil, klar, der hat den im Film auch selber gemacht, also im Daredevil-Film mit Ben Affleck, den ich immer noch gut finde. Aber sonst habe ich mir überlegt, wie kriegt man ja. Und das ist es cool, dass der Modedesigner, ich komme einfach nicht auf den Namen, dass es den eingebracht haben. Und das ist jetzt gut erklärt in Episode 8. Ja? Also wie gesagt, Episode 8 ist meine jetzt die absolute Lieblingsepisode bei She-Hulk. Ich bin echt gespannt, wie das Finale wird. Und hoffe echt, dass da, wie soll ich das erklären, dass da vielleicht der Devil nochmal auftaucht. Ich denke mal schon, denn das Ende, ich denke mir nicht, dass er sie alleine lässt, weil laut Internet soll er in 3 Episoden auftauchen. Ich denke mal, der Helm war eine Episode, der jetzt auftritt von ihm jetzt, ist die 2. Episode und dann kommt dann nochmal der 3. Er wird irgendwie mal ihr zur Hilfe eilen. Ich glaube nicht, dass er weg ist. Ja. Also trotzdem bin ich sehr begeistert von dieser 8. Episode. Gibt eine Menge Action und die Sprüche und alles drumherum. Das hat echt wieder einfach reingehaut. Hat mir echt mega, mega viel Spaß gemacht. Und darum fangen wir jetzt auch gleich an. Nur wir machen, wie gesagt, bei den letzten Feedback-Videos habe ich das ja mit Bildern gemacht und diesmal mal lasse ich das mal ein bisschen weg. Weil im Grunde will ich euch in der Hinsicht sagen, schaut euch diese Episode an, die ist richtig gut. Also, hört auf mich, ich habe recht. Also ich kenne mich nicht viel aus, außer mit Techno noch. Also mit elektronischer Musik, aber sonst mit Marvel kenne ich mich auch gut aus. Ich weiß noch nicht alles, aber dafür gibt es immer noch das Jutta. Dafür kann man lesen. Also wer, das machen wir ein bisschen Werbung. Wer wirklich mal wissen will, um viele Helden, die es gibt, oder was für alle, dann kauft euch diese Enzyklopädie vom DK Verlag. Lest mal, da steht es da, genau. Guck mal, da 1000, ja, es gibt eine Menge Charaktere. Und da sind echt nicht alle drin. Ich habe echt nicht alle gefunden. Wir schlagen gleich mal die wichtigste Seite mit auf. Das mache ich. Genau, denn da ist er. Genau, Liebfrog, genau, da ist er. Darum geht es ja. Also, passt jetzt auf Folgendes. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich ein bisschen grübeln und ein bisschen Energy. Heute mal der Jute. Kongstrong. Gibt's bei Lidl. Ohne Zucker. Die Episode ist ganz gut. She-Hulk soll jemanden vertreten. Einen bestimmten Kerl. Aufgrund. Aber She-Hulk soll ihn vergehen, genau. Sein vertreten und das ist der Sohn von einer wichtigen Familie, die halt bei ihrer Agentur, wo She-Hulk angestellt ist, ein wichtiger Kunde ist. Also wirklich, darum muss sie das machen, kann sie nicht nein sagen, geht nicht. Dieser Typ, den sie vertragen soll, der hat einen, wie soll ich das sagen? Er trägt ein Kostüm. Ja, genau, er trägt ein Kostüm. Das ist ja klar. Er trägt ein Kostüm. Und, nein. Jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Ich könnte das jetzt neu machen.
weil ich mich gerade ein bisschen verrannt habe. Aber da ich immer sage, ich mache das so authentisch wie möglich, bleibe ich dabei und erzähle euch das, was ich eigentlich meine. Ich habe mir jetzt gerade im Moment erzähle eigentlich nur doofes Zeug, weil es eigentlich so ist. Es gibt den Charakter Leapfrog, genau, Leapfrog heißt er, genau. Gehe ich auch noch in der Enzyklopädie gleich drauf ein, was das Comic dazu sagt, genau. Der greift ein paar Schurken an, genau, und oder ein paar Männer, der greift ein paar Männer an. Man weiß auch nicht, ob das Schurken sind, der greift ein paar Männer an. Funktioniert nicht so. Also der Frosch springt, der Anzug hat Düsen, damit er höher springt. Und jetzt ein Frosch, der will höher springen. Ja, und dann auf einmal entwickelt bei den Sprungdüsen, kommt es auf einmal zum Feuer, er wird verbrannt, genau. Und dann will er, jetzt kommt das Coole, weil er ja nicht zufrieden ist, weil er sagt, der Anzug ist defekt, er will seinen Modedesigner verklagen. Genau, er will sein, den, der den Anzug für ihn gemacht hat, verklagen. Genau, und das ist der gleiche Typ, der auch Schielack seinen Anzug gemacht hat. Ja, unser Modedesigner. Wie gesagt, ich komme jetzt auf die Namen. Den finde ich auch trotzdem total toll. Jennifer Waters will das natürlich nicht, weil er macht ja für sie ein Outfit. Und sie ist zielspalten, da sagt aber ihr Chef, sagen wir mal Chef, sie muss es machen, sonst verliert sie ihren Job. Also macht es auch, genau, wirkt ihm die richtige Klage. Er sagt, einmal geht sie zum Modedesigner, er sagt, ich mache nur fehlerfreie Klamotten. Und naja, er kündigt dann, sagt dann, du kriegst kein Abendkleid mehr von mir. Genau, das heißt, die landen dann halt dann, gut. Also geht es dann direkt vor. Ich wollte sich außerhalb von Gerichten einigen, machen sie nicht, können sie nicht. Also jetzt direkt, okay, genau, Gericht. Landen sie vor Gericht, genau, der Modedesigner ist ganz alleine, das ist hier mit ihrem Leapfrog, ich komme nicht auf den Namen, wie er richtig heißt, Vincent Petcho, richtiger Name, Vincent Petcho, Patillo, genau, Vincent, so heißt er ja auch in der Serie, und warum sollen sie das auch ändern, genau, ja, und fragt der Richter, ob er unser Modedesigner, ich wie gesagt, ob er sich allein, nee, will er nicht, er hat einen Anwalt, und wer kommt da rein, genau. Da kommt er halt. Diese Szene ist richtig genial. Da kommt er rein. Shirley, Matt Murdock. Genau. Jennifer guckt schon. Oh, wer ist das denn? Und richtig geil. Wow, total baff. Genau. Und das ist er. Genau. Dann stellt nicht. Natürlich, weil der Devil kennt, weiß. Matt Murdock weiß. Er weiß, wenn jemand lügt, ein Herzschlag und so hört er das. Und es stellt sich heraus, dass Vincent Patello den Anzug betreibt mit Düsentreibstoff. Und der Modedesigner gesagt hat, nee, damit darfst du es nicht machen, das geht nicht. Das ist halt also fehlerhafte Anwendung. Sagt der Richter, Thema erledigt, der Fall wird abgewiesen. Ja, genau. Also Jim hat den Fall verloren. Matt Murdock, ja. Die treffen sich dann in der Bar, lädt sie dann zum auf den Drink ein und erklärt er, ja. Ja, Jennifer kann viel vor gerichtlich machen, aber wenn Jennifer nicht weiterkommt, kann eigentlich Shia außergerichtlich viel machen. Und so ist es ja bei Daredevil auch. Matt Murdock macht viel vor Gericht und das, wo es nicht schafft, schlägt halt Daredevil zu und führt Gerechtigkeit, also sorgt für Gerechtigkeit, genau. Das ist das, was Shia auch machen kann. Das überzeugt er sie, genau. Dann stellt sich raus, dass der Leapfrog, also Vincent, den Modedesigner entführt und für ihn ein besseres Outfit machen will, und Jennifer ist da hinterher. Ja, und dann kommt's, und dann will sie jetzt zur Rechenschaft ziehen. Ja, und dann treffen sie aufeinander. She-Hulk, Daredevil sehen sich zum ersten Mal, und dieses Treffen ist einfach phänomenal, genial, Alter, das ist echt, diesen Buff, und sie sagt, wow, was bist du denn, Alter, unterhalten sich dann noch, wie sie es abnehmen können, und ja, ich mache das schon ein bisschen länger, also halte ich zurück, und dann trotzdem, die Kampfszenen, genial, und alles, dieser Humor zwischen den beiden, das ist total, passt perfekt, Alter, das passt, das hat mich echt geflasht, begeistert, wo ich sage, wow, genau, ja. Ja, Leapfrog natürlich,
Ja, funktioniert nicht so, wie er es gerne hätte. Die befreien die Modus seiner, er landet dann natürlich draußen irgendwo, springt aus Fenster und dann ja, verletzt sich ganz schön übel. Ja, und nach im Nachhinein, ja, wie gesagt, Jennifer kämpft vorher noch mit Daredevil. Das war jetzt vorher, ich bin jetzt ein bisschen weit gesprungen, kämpft noch mit, zieht ihm die Maske ab und kriegt dann mit, dass es mit Mörder und sagt, bist du wirklich blind? Ja, ich bin blind, ich habe Echoortung. Genau, so wird das erklärt. Trotzdem dann, wie er sagt, auch die Anspielung mit Rot-Gelb, wegen seinem Kostüm hier, Ketchup und Senf, finde ich cool. Ja, es ist halt nur mal Rot-Gelb. Rot-Gelb war das Originalkostüm damals in den Comics. Das ist das cool, die macht, das ist ein cooles Easter Egg. Also Rot-Gelb. Und geil, wie gesagt, ja, und das Beste ist halt, ja, unterhalten sich später noch und finden sich total sympathisch, ja, und dann, ja, soll ich sagen, er lebt halt Sex, ja. Ja, also mit Murdoch und Chihiro, richtig, ja, sie ist total begeistert und liegt dann noch im Bett da und nachher im Modedesigner verträgt sich wieder mit ihr und sagt, ja, ich mach dir dein Abendkleid und alles gut. Und dann, du siehst dann nur Jennifer, die ist im Bett liegt, ihre Freundin kommt rein, ist total, da bist du, gehst nicht ran und so, ja, und da drauf läuft ein Teufel, siehst du nur mit dem Murdoch barfuß durch die Gegend laufen, also richtig genial. Also das ist echt genial, diese Konstellation mit Daredevil, She-Hulk, wie sie miteinander auch privat und ja, hätte man sich auch ganz nicht denken können, dass die beiden was miteinander haben und ich denke mal, das wird doch eine. Die beiden werden noch viel miteinander zu tun haben. Schon alleine nicht, dass sie nur jetzt Sex hatten miteinander, sondern allgemein, ich denke mal, im Comic oder im MCU werden die viel noch miteinander zu tun kriegen. Also das ist echt eine Beziehung eine Beziehung für die Zukunft. Also das wird echt noch. Das finde ich gut. Das ist richtig gut gemacht. Ja, dann kommt zum Ausschlaggebenden, genau. Dann ist ja natürlich die Auszeichnung. Jennifer wird in die also Abendkleid. Sie kriegt ja nun wird nominiert und das hätte sie fast verpasst. Genau, und am Ende. Und was kommt dann? Sie tritt auf die Bühne und alle gratulieren sie und auf einmal kommt dann halt Intelligence. Genau, die melden sich zu Wort. Todd sehen wir auch nochmal wieder. Ich denke mal, der hängt damit drin. Der hängt bei Intelligence mit drin. Weil die ins Schnapp, wie gesagt, sie wird dann bloßgestellt. Und sie hat die Kräfte nicht verdient, weil dann heißt das, und sie dann halt, wie sie dann halt mit Josh was miteinander haben, dann sieht man das halt die ganzen Szenen und wie das macht sie richtig wütend und wie er sah, dann dreht sie durch und verliert ihre Kontrolle. Und ich denke mal, das wollte in den Intelligence, ihr Intelligence erreichen. Ja, genau. Ja, Intelligence, genau. Intelligence, das richtige Sache. Ja, erreichen. Dass sie so, wie sie halt, wie es beim Hulk ist, sehen, dass sie Kontrolle verliert und ein Monster ist. Also nicht einfach nur eine Superheldin, sondern ein Monster. Und dann wird sie halt von der Polizei umstellt und dann ist diese Folge auch zu Ende. Also das ist das, wo ich sagen muss, top. Ja, die wollen ja, ne, wie gesagt, wie es dann weitergeht, weil wegen dem Serum. Es gibt viele Theorien mit Red She-Hulk und noch was nicht alles und. Und dass es doch nicht zum Red Hulk kommt. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall nicht kompliziert, denn das ist nun mal das Normale beim MCU, dass es halt keine großen komplizierten Stories gibt. Aber das ist okay. Es ist cool umgebaut. Also da kann man nicht meckern. Also das haben sie sich echt noch, wie gesagt, weitere Theorien. Werde ich mir sparen. Ich lasse mich überraschen. Am Donnerstag, wie gesagt, Episode 9. Und dann ist die Folge fertig. Und dann sehen wir mal sehen, was mit She-Hulk passiert. Ich, wie gesagt, die erste Theorie, ich habe. Jennifer werden wir nicht mehr sehen, sondern nur noch She-Hulk. Ich denke mal, sie wird dann für immer She-Hulk bleiben. Das ist jetzt meine Idee. Auf jeden Fall geht es noch zum Leapfrog. Genau. Da will ich euch noch kurz was erzählen aus der Juten-Enzyklopädie, wie es halt im Comic ist. Ich denke mal, Leapfrog werden wir auch nicht mehr sehen. Es ist halt bloß ein Darsteller oder ein Superheld gewesen. Aber sagt man niemals sie, sagt nur Abomination. Sagt niemals sie, vielleicht taucht er doch irgendwann nochmal auf. Leapfrog selber ist erster Auftritt bei Daredevil, siehst du mal. Daredevil 25, Februar 67, richtiger Name Vincent Patello. Genau, Beruf Erfinder, Profiverbrecher, siehst du genau. Heimat New York, Größe 1,75, Gewicht 77 Kilo, Augenbrauen, Haare grau. Hier hat er grau und da im MCU hat er blonde.
und soll eine elektrische Sprungfedern in den Stiefeln ermöglichen. Bis zu 20 Meter hoher Sprung. Ja, Exoskelett verstärkt Körperkraft. Genau. Hier hat er Sprungfedern und im MCU ist es halt mit Düsen gemacht. Genau. Vincent Pazello war ein Spielzeugerfinder, der sich elektrisch betriebene Sprungfeder baute. Er fertigte sich Froschkostüm und begann seine kriminelle Laufbahn als Leapfrog. Er hatte einige Rückschläge zu verbuchen unter einem katastrophalen Bündnis mit Elektros Emissaires of Evil und Demidium durch Daredevil und Spider-Man. Später schlüpfte Vincents Sohn Eugene in das Kostüm seines Vaters und wurde Frogman. Eine Identität, die Vincent bisweilen annimmt, wenn er seiner bescheidenen Berufung weiter nachgeht. Genau, Frogman. Genau, Leapfrog. Und das ist es. Das ist es. Ja, hier ist es halt der Sohn, der Leapfrog wird. Genau. So, im Comic ist es halt sein Vater. Ja. Darum habe ich auch gesagt, nicht, der ist ja nicht Eugene. Genau, mein Fehler. Der Sohn ist Eugene. Ja. Naja, auf jeden Fall wisst ihr, wie es jetzt halbwegs so ist und dass diese Folge richtig gut war. Und wie gesagt, am Donnerstag geht's in Episode 9 weiter, Finale, und dann schauen wir mal, wie die Zukunft für Jenna, für She-Hulk aussieht. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wenn ihr die Serie noch nicht geschaut hat, gebe ich einen Tipp. Opfert die Zeit. Es ist wirklich, wie gesagt, nicht ganz so einfach. Es ist nicht ganz so einfach. Es liegt manchmal so, wo ich gedacht habe, aber ach, kann nicht mehr was passieren, was Spannendes passieren. Aber es wird besser. Wie gesagt, jetzt mit Episode 8 ist richtig gut geworden. Ich denke mal, wird ein cooles Staffelfinale. Und sonst schauen wir mal, wa? Genau. Gut, das war's. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare. Wenn ich was verbessern soll, schreibt mir in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt von mir, abonniert mich. Und sonst sehen wir uns spätestens. Ich hoffe, ich beeile mich, das mit dem Feedback-Video zu Episode 9. Ich denke mal, am Wochenende habe ich mehr Zeit. Und sonst lasst es euch gut gehen. Den nächsten Moment, bevor es zur Erinnerung wird. Bis die Tage. Tschüss, euer